Jö, dann wollen wir hier unten mal aufräumen. Ich gucke ganz kurz auf die Einheitenliste, ob wir noch. Ja, wir haben noch die Goblins da. Wo seid ihr denn? Zoom Creature. Ihr hockt immer noch in dem Gang und sperrt die Elfen ein, richtig? Sind die. Oh, sind die Elfen hinten? Oder waren die schon raus? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ist ja schon ein, zwei Tage her. Nö, keine Elfen mehr auf der Karte. Schade. Na gut, dann werden die auch noch irgendwann kommen, aber sechs, sieben Stück, da schaffen die Fallen unten schon. So, das heißt, wieder runter. Nee, nicht so weit runter. Eher hoch. Hier war das doch irgendwo. Genau. Hier. Und weiterlaufen lassen. So, und dann müssen jetzt erstmal alle Leichen abtransportiert werden. Dann müssen die Spinnenweben entfernt werden. Dann müssen wir gucken, ob wir Verletzte haben, ob irgendein Zwerg durchdrehen will, weil irgendein Freund gestorben ist oder er sich einen Zeh gestopft hat oder sonst irgendwas. Ist der Trupp noch aktiv? Ja, ist er. Die werden erstmal wieder freigelassen. Und dann müssen wir gleich gucken, wie wir die Trupps wieder auffüllen. Denn wir haben ja doch ein paar Verluste eingefahren. Und was machen wir hier oben? Wir haben gesehen, es ist eine Sicherheitslücke. Sogar eine ziemlich große. Zumal auch die Viecher von unten einfach durch unseren Tunnel hier hochfliegen können und dann von oben eindringen. Das war echt nicht so geplant. Das heißt, wir bauen jetzt endlich diese Luke. Aber das machen wir natürlich erst, wenn die Goblins alle unten in die Falle reingetapst sind. Goblin. Oh, kein Goblin mehr im Schacht. Wo seid ihr denn hin? Da ist ein totes irgendwas. Andere Invader. Zoom to Creature. Ah, die sind doch noch im Schacht. Komm schon. Ihr wollt es doch auch. Das sind so schöne Käfige. Und ich kann dann endlich hier aufräumen. Komm schon. Ne, da kommt nur mir erstmal raus. Schön. Die Goblins hocken in einem stinkenden Gang voller Elfenkadaver. Aber das scheint sie nicht wirklich zu stören. Gut, dann ignorieren wir sie erstmal. Hier kommen sie nicht rein. Unten sind die Fallen. Und es dürfte eigentlich keiner unserer Zwerge dahin laufen wollen. Ist der Bunkerbefehl noch an? Alerts. Bunker. Nee, Inside. Inside ist an. Gut. Wir kriegen auch keine Tonnen von Fehlermeldungen. Das heißt, die ganzen Leichen können alle schön abtransportiert werden. Was haben wir hier? Die einzige Fehlermeldung, die wir haben, ist, wir brauchen Zinn und Tinnbarren. Also Zinn und Zink. Wofür war das? Bestimmt irgendwas bei der Jobliste. Genau, Tin und Zink Cages. Die machen wir mal weg mit R und weg mit R. Käfige müssten wir genug haben. So, was ist hier unten mit der Straße? Die wurde unterbrochen. Das kann wieder aufgenommen werden. So. Und da wächst ein Pilz mitten in unserem Hauptraum. Der kommt erstmal weg. Nehmen wir gleich die ganze Etage. So. Dürften nicht allzu viele gewesen sein. Ich sehe eins, zwei, drei Stück. Apropos Pilzfarm, wie schaut es hier oben aus? Oh ja, doch. Das lohnt sich doch glatt. Nochmal so 10 Stück. Und nochmal 5, 6 Stück. Oh, hier ist ja noch eine Etage. So. Kommt nochmal wieder ein bisschen Holz rein, ist ja auch gut. Was sagt jetzt unser Schlachtfest? Schlachtfeld. Da wachsen auch zwei Bäume. Auch weg. Aber anscheinend sind alle Leichen schon wegtransportiert worden. Das ist sehr gut. Wir können nicht noch einen Geist gebrauchen. Und ich bin dafür, wir bauen hier noch mehr Fallen auf. Und am besten hier noch Wände. BC Wand. Und zwar da aus Granitblöcken.
Ich will nur Granitblöcke hier angezeigt bekommen. Den ganzen anderen Quark will ich gar nicht. Jetzt bin ich schon wieder einmal rum. Big Iron, Jet, Lignit, Granitblock, da. Das Ganze nochmal auf der anderen Seite. Damit wir so eine engen Gänge haben, wo wir noch besser die Fallen reinstellen können. Mache ich dann gleich einen ganz langen? Oder mache ich immer so eine Wand, ein frei, ein Wand, ein frei, ein Wand, ein frei? Nee, dann können sie zickzack laufen. Okay. Also, so. Hätte ich auch gleich von vorne rein machen können. Granitblock. So. Und Graphitblock? Nein. Da war der Granitblock. So. Und da kommen jetzt gleich ganz viele Fallen rein. Hier müssen wir auch unbedingt noch neue stellen. Zumal fliegende Gegner einfach über die rüberkommen. Das ist echt... Da weiß ich gar nicht, was wir machen können. Wir könnten hier wieder ganz viele Hunde positionieren. Aber ich denke mal, selbst 20, 30 Hunde wären von diesem fliegenden Spinnending einfach so überrannt worden. Aber sie halten sie vielleicht auf eine Weile. Einfach überall mehr fallen. Das wird schon mal erstmal reichen. Und unsere Miliz. Die sollten uns das gleich mal angucken. Wir haben nur einen Hammerzwerg verloren. Das ist doch sehr schön. Gucken wir mal, ob wir irgendwann in der Liste hier noch einen haben. Der Hammer heißt... Hauler, 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 mein Hauler. Crossbow. Nein. Wir können Kinder in den Militärdienst einziehen. Oder haben die Bezeichnung, obwohl sie eigentlich gar keine Kinder mehr sind? Muss ich gleich mal gucken. Also Fanasul und Zyk 70. Fanasul, Zyk 70. Dann machen wir die gleich zu Hammerzwergen. So, und den Trupp lösen wir einfach auf. Disband. So. Einheitenliste. Wir wollten gucken, ob die Kinder wirklich Kinder sind. Nee, sind sie nicht. Die drei hier sind nicht mehr rot. Haben also eine eigenständige Farbe bekommen. Nämlich keine grau, weil sie noch keine Talente haben. Aber es sind auf jeden Fall keine Kinder mehr. Das heißt, du bist ab sofort kein Kind mehr. Du bist ein Hammer. Gleich aus der Kindheit in den Militärdienst eingezogen. Ich könnte jetzt eine Anspielung auf Amerika machen, aber das lasse ich mal. So, Hammer. Brauchen wir noch ein paar mehr. Hier haben wir noch einen, der keinen Namen hat. Du bist jetzt ein Hammer. Dum, 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 dum. Oh, wir haben noch eine Menge, die keinen Namen haben. Sehr schön. Damit dürfte unser zweiter Hammertrupp auch stehen. Dann fehlen noch die Bogenschützen. Und natürlich die ganze Ausrüstung und die Trainingseinheiten unten im Danger Room, den wir übrigens immer noch nicht verbunden haben. Das sollte ich gleich mal machen, sonst vergesse ich das wieder. So, ganz mit dem zweiten Trupp haut das wohl nicht hin. Deswegen wirst du jetzt auch noch einen Hammer. Also ich nehme einfach wahllos irgendwelche Hauler und mache sie zu Hammern. Nicht unbedingt Schmiede, nee, die könnten noch praktisch sein. Aber du da, ein Gem-Cutter, davon haben wir schon einen ordentlichen. Denke ich zumindest. Die sterben ja immer irgendwie alle so schnell. So, Hammer, Hammer, Hammer. Erstmal brauchen wir nur einen. Dum, 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 dum. Wo ist der erste Hammer? Da ist der erste Hammer. Zyk 70N. Ich glaube, der ist schon ein, zweimal gestorben. Gucken mal, wie lange er jetzt hält. Uniform müsste eigentlich noch... Shift-U ist sein Uniform. Und jetzt bei allen Shift-Enter. Okay, die müssten sich gleich ausrüsten, wenn sie denn aktiv sind. Hatten wir schon eine Rotation für die eingestellt. Das kann ich auch gleich mal gucken. Ah, so viel zu tun. Schedule. Ja, haben wir. Sehr schön. Danger Room. Danger Room war das nächste, das ich nicht vergessen wollte. Da ist unser Danger Room. Und zwar du. Link mit. Mit was wollen wir denn verlinken? Käfig, Chain Door, Floodgate, Track, Stop. Also Track ist jetzt nicht
habe zuerst Trap gelesen, aber Track ist jetzt was ganz Neues. Das sind diese Gleise, die man verlegen kann. Damit will ich mich erstmal noch nicht beschäftigen. Das klingt viel zu kompliziert. So, Link up with Spears and Spikes. Das klingt doch gut. Upright Spears. Granitmechanismus. Davon werden wir nicht genug haben. Nochmal. Dieser mit denen. 1, 2. Dieser mit denen. 1, 2. Und die letzten beiden fehlen noch. Wir brauchen mindestens 2 Mechanismen. Aber wir machen keine halben Sachen. Wir hätten gerne Rock. Okay, wir hätten gerne Mechanisms. 30 Stück. Und nochmal 30. So, das dauert jetzt aber eine Weile. Obwohl, wir hatten mal richtig viele Mechaniker eingestellt. So lange dauert das vielleicht doch nicht. Und diesen Müllhaufen da. Warum wird da immer noch Zeug hingebracht? Ah, wird es gar nicht. Es wird abgeholt. Hm, auch nicht schlecht. Aber Granitblöcke. Ja, da können wir auch mal ein paar wieder auf den Auftrag geben. Welche Steine sind denn gerade erlaubt? Bismuthinit sollte nicht benutzt werden. So, Granit ist erlaubt. Nichts anderes. Schöne Sache. Dann hätten wir noch gerne Rock Block 30. Und wir sollten mal unser Stockpile gucken, ob wir überhaupt noch genug Stein haben oder ob wir wieder eine halbe Etage leer scheffeln müssen. Rough Gems? Nein. Wo sind meine Steine? Stones, da sind sie doch. Wir haben noch 261 Granit. Und jede Menge anderes Zeug. Na gut. Die müssten dann auch hier irgendwo... Das sieht mir nicht wie 261 Steine Granit aus. Ist hier unten nicht noch irgendwo ein Stockpile gewesen? Nee. Ah, hier ist der Stockpile. Ich dachte schon. Alles schönes Granit. Guti, also müssen wir nicht irgendwas ausheben. Da unten wird schon fleißig gewerkelt. Er ist schon beim zweiten Speer. Sehr schön. Die Mechanismen werden auch schon angefangen. Dann machen wir noch gleich mal hier weiter. Also die letzten beiden Speere fehlten. Das heißt der da. 1, 2. Fehlt noch der letzte. So, was haben wir hier unten noch? Wir haben die ganzen Särge. Ja, davon sind noch gefühlte 6 Stück frei. Mann, wir kriegen das noch alles hier voll. Das ist nur eine Frage der Zeit. So, wir hätten jetzt gerne noch Rock Coffin. Ich bin mal optimistisch. Ich nehme nur 60. So. So haben unsere Masons auch mal wieder was zu tun. Und Statuen. Wie viele Statuen haben wir noch? BS. 5 Granit, 3 Gold. Das ist nicht viel. Und die Krüfte hier sollten auch mal alle geschliffen werden. Denn irgendwann müssten wir noch mehr Nobelleute bekommen. Momentan haben wir nur 2 wichtige. Einmal unseren Baron, Schrägstrich Duke, Schrägstrich, was auch immer er noch geworden ist inzwischen. Und unseren Anführer der Wache. Aber später kommen dann noch viel mehr hinzu. Und die haben dann noch Geliebte und Frauen und was weiß ich, die dann auch alle einen Raum und eine Gruft und was weiß ich haben wollen. Da sollten wir schon ein bisschen vorarbeiten. Also, das hier alles glatt schleifen, bitte. So. Zack. Dann hätten wir noch gerne... Nein, ich habe gerade irgendwas gelöscht. Ich weiß nicht mehr, was es war. Mist. Ich wollte eigentlich Q drücken. Wir hätten gerne Rock Statue. 30 Stück. So. Haben wir inzwischen 2 Mechanismen wieder. AS. Für den letzten. Ja, 2 Stück. Perfekt. Das heißt, wir können gleich unseren Trupp nehmen und da mal reinschicken. Und dann gucken, ob sie diesmal Schaden nehmen oder nicht. Letztes Mal haben sie ja keinen Schaden genommen, weil die Speere einfach nur so da standen. Das heißt, genau das gleiche Experiment wiederholen wir jetzt nochmal. Wir stellen sie einfach rein, drücken einmal den Hebel. Gucken, ob irgendjemand Wunden davon trägt. Wenn nicht, drücken wir den Hebel 3-mal. Gucken, was passiert.
Und danach lassen wir den Hebel mal eine Weile auf Repeat. So für 1-2 Minuten. Und gucken, wie lange es dauert, bis irgendjemand schmerzerfüllt zusammenbricht. Oder so ähnlich. Eigentlich soll das ganz gut klappen, sobald sie Metallrüstung an jedem Körperteil haben. Und das dürfen unsere Zwerge ja inzwischen schon haben, oder? Im Notfall nehmen sie halt die Kupfersachen von den Goblins. Ja, das kriegen die schon hin. Müssen wir dann vorher wieder testen. So, oben wird schon fleißig geschliffen, das ist gut. Was sagen unsere Stockpiles noch so an Essen und Trinken? Trinken wird langsam mau. Essen ist noch genug. Gucken wir mal nach oben. So, kein Braubefehl, das ist schon mal nicht gut. Aber wahrscheinlich kein Braubefehl, weil wir keine Fässer haben. So, und du, Lavish Meal Repeat, weil das Lavish-Spiel keine Fässer verbraucht. So. Oh, und was ist das da? Das ist ein Pot. Also geht es doch mit den Steinen. Wir hätten jetzt gerne einen Rock Pot. Nummer 30. Ach, was soll's, machen wir 60 draus. Und ich denke mal, jetzt werden wir doch langsam wieder Granit abbauen müssen. Ich habe jetzt so viele Steinsachen in Auftrag gegeben. Schon nicht mehr feierlich. So, du. Also wenn ich von hier jetzt einmal mit Shift nach da springe, muss ich 2 zurück. Also von da einmal mit Shift nach links springen und 2 zurück. Das wäre jetzt der Außenbereich von dem ausgehöhlten Ding. So. Das muss doch einfacher gehen. Genau, wir machen einfach hier die Teile wieder nach unten durch. So. Oh, nicht in Danger Room. Der sollte davon verschont werden. So. Und den Bereich da drin wieder aushöhlen. So, das gibt doch schon mal eine Menge Stein. So, da wird der letzte Mechanismus angeschliffen. Aber machen wir erstmal eine kleine Pause und in der nächsten Folge gucken wir uns dann an, wie der Danger Room wirklich funktioniert. Also, bis gleich.